Ashley, ich habe den Ausbau abgezeichnet. Gute Arbeit. Du machst endlich Nägel mit Köpfen, so wie ich damals mit meinem ersten Geschäft. Ja, es gab nur mich, ein Lagerhaus und einen Berg von Hackfleisch. Die Bestwurst-Fleischverpackungsanlage war die erste Firma, die ich je verkauft habe. Danach bekam deine Mutter alles, was ihr Herz begehrte, inklusive zwei Kindern. Ich bin froh, dass sie sich entschieden haben, in meine Fußstapfen zu treten, dass sie beide nach etwas Großem streben. Weiter so. Ja, danke, Simon. War das immer hier? Dieses Bild? Bin gerade nicht sicher. Kommt mir gerade unbekannt vor. Nun gut. Ja, erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arcade Paradise. Und wir haben jetzt einen weiteren Ausbau erledigt. Wir gucken mal erst wieder, was wir für Aufgaben heute haben. 5 Minuten lang Darts spielen. Ja, kann man machen. 100 Gegner mit der Mini-Pistole in einem Zombie 2. Mag ich nicht. Gehe vor 16 Uhr. Ja, okay. Mach ich. Räumen wir erstmal auf. Wohl vor 16 Uhr gehen, ja meist zu einem Anschiss führt. Was war das denn? Was habe ich denn da gemacht? Das wäre noch nie passiert. Stärker Seitenwind. Ich weiß nicht. Ich bin gerade verwirrt. Ach, wir packen die Wäsche schon mal ein. Dann läuft die schon mal, während wir hier was Wesentliches tun. Dann können wir nämlich in Ruhe aufräumen. Das ist alles in Ordnung. Beutel ist wieder voll. So, jetzt bitte einmal wieder ganz normal. Dankeschön. Was sage ich schon, beim Müll rausbringen? Das kann ja wohl nicht sein, ne? So, Sock, Sock, Sock. Und Kaugummi. Haben wir jetzt hier alles? Nein. Nichts auf dem Tisch, kein Dreck auf dem Tisch, was ist das denn? Okay, manchmal sieht man einige Sachen auf dem Teppich nicht so gut, fällt mir mal so auf. Aber das sollte wohl jetzt erstmal okay sein. 37 Sekunden noch. Bis die Wäsche durch ist. Und okay.
Dann machen wir uns mal dran, Geld zu verdienen, um den nächsten neuen Automaten zu kaufen. Habe ich jetzt eigentlich schon mir das angeguckt, wo das ausgebaut wurde? Habe ich nicht so drauf geachtet. So kennt man mich. Immer höchste Aufmerksamkeit für ein vorbeilaufendes Eichhörnchen, aber die wesentlichen Dinge sehe ich nicht. So, damit trocknen die Sachen. Hier haben wir auch schon zweimal Wäsche. Ja, okay. Ist offensichtlich hier in die Richtung ausgebaut worden. Gut, gut, gut. Das dauert noch 2 Minuten. Welche Aufgabe hatten wir da gleich? Das wollte ich nicht. Die wir jetzt noch machen können. 5 Minuten lang Darts. Gut, aber 5 Minuten, da sollte ich erst die Wäsche klar machen. Jetzt kann ich nochmal am Computer gucken, ob sich der Captain inzwischen gemeldet hat. Hat er wohl. Ah, nee, da haben wir eine andere. Hey Ash, wir haben einige weitere Spielauflager. Vermutlich weißt du schon längst Bescheid, aber hast du von dem Spielautomat Zielen gehört? Von den Spielautomat Zielen? Jedes Spiel kommt mit ein paar Zielen daher, die du erreichen musst. Und falls du sie erreicht hast, kriegen deine Automaten einen gewaltigen Popularitätsschub, was bedeutet, dass sie mehr Geld einbringen. Hast du Zeit gehabt, Blockchain zu spielen? Sobald du weißt, wie das Spiel funktioniert, macht es riesigen Spaß. Beste Grüße, Cardamania Manager Ben. Jeder Automat hat Ziele? Ist das so? Kann ich hier mal wieder raus? Hallo? Achso, musst du wohl erst was antworten. Hey Ben, ich finde es super, dass es an jedem Automaten eigene Ziele gibt. Kann ich das jetzt... Da... Aber wo habe ich denn jetzt... Achso, da. Dass es an jedem Automat eigene Ziele gibt. Sie anzugehen macht definitiv mehr Spaß, als Wäsche zu waschen. Blockchain scheint ziemlich beliebt zu sein. Bis dann, Ash. Ist das so? Geh weg. So, schnell die Wäsche raus. Wir brauchen Kohle für weitere Automaten. Soweit so gut. Jetzt mal eben gucken, wie viel Uhr wir haben. Gleich 11 Uhr. Wir können noch einmal Wäsche machen. Weil ich soll ja vor 16 Uhr gehen. Das kriegen wir aber trotzdem dann noch hin. Und es müsste möglich sein, dass ich in der Zeit einmal Darts spiele. Ich hoffe, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Muss ich dazu sagen. Ja, komm, mach. So, Moment. Okay.
Granate haben wir gleich. Ich weiß nur noch nicht, wie ich... Nee, nicht A. Okay. Das sieht doof aus. Moment. Ah, okay. Okay, war das eine 100? Nö, war es nicht. Naja. Bisschen schwach, aber egal. Er übt ja noch. So. So, das war aber eine 60. Nein, war es nicht. Was soll das? Aber der. Ja. Sehr gut. Ja, das war ja super, Junge. So, probieren wir mal 3x19. Scheiße. Ist natürlich die Wäsche fertig. Das geht schneller als gedacht. Ja. 44. Dann könnte ich mal eben eine 20 noch werfen. Dann habe ich noch 24, 2x12. Komm, machen wir schnell. Yes. Winner, winner, winner. Sehr gut. Und wir haben... Nein, ich will nicht spielen. So, jetzt aber flott hier. Das wird alles keine Klasse Esch-Wäsche. Okay, jetzt könnte ich natürlich noch mal Daten. Problem daran. Was denn? 13 Uhr. Ist, dann wird die Wäsche noch schlechter, aber ist jetzt egal. Dann schaffe ich wenigstens die Dingenspunkte. Löse ich wenigstens die Aufgabe am Dartautomaten. Sehr schön, eine 100. Zwei,
weiter. Einundachtzig. Haben wir noch über? Na komm. Ja. Nein, ich wollte... Oh. Doom. Ja komm, da müssen wir noch eine 19 machen. So, 24, 2x12, die kennen wir ja schon. Nicht dein Ernst. Doch. Boah, ich habe ja erst gedacht, das wäre nur einfach 12. Sehr gut. Habe ich damit denn auch 5 Minuten? Haben wir. Sehr schön. Und gleichzeitig ist die Wäsche trocken. Das ist ja gar nicht so schlecht. Na, irgendwie. Rang B habe ich selten. Entweder super gut oder super kacke, aber Rang B ist bei mir kaum vorhanden. So, Uhrzeit. Ja, 14.34 Uhr. Das Problem ist natürlich, dass die Folge so recht kurz wird. Kurze Folge wollte ich eigentlich nicht. Schaffen wir da vorher noch alles hier auszuräumen. Automaten. Okay, da gibt's nichts. Schnelles Sammeln ist angesagt. Schaffen wir es ja so bis circa genau 16 Uhr. ...907 haben wir, damit können wir ja eh noch nichts Neues kaufen. Und wir haben 15.13 Uhr, das heißt also, ja, viel können wir nicht mehr machen, beziehungsweise eigentlich können wir jetzt gar nichts mehr machen, wenn wir dieses Ziel noch erreichen wollen, vor 16 Uhr Feierabend zu machen. Dann ist diesmal eine etwas kürzere Folge, ist ja glaube ich nicht schlimm, machen wir nächstes Mal wieder etwas länger. So, und da haben wir Einnahmenspielerle 568, Einnahmenwaschsalon 194 und Wartungseinnahmen 105. Das ist jetzt nicht so viel erledigte Ziele, 2 von 3, ist okay. Und wenn euch das hier gefallen haben sollte, lasst mir einen Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal wieder zu. Bis dahin sage ich ciao, ciao.